Kommen wir noch mal so zu Ihrer künstlerischen Arbeitsweise und auch Herangehensweise. Sie haben ja lange Jahre analog, schwarz-weiß fotografiert. Dann haben Sie Serien gemacht wie Amazo oder Casamare, wo vor allen Dingen die Farbe eine wichtige Rolle spielt, der Wechsel auch auf die Farbe. Wenn man beispielsweise an diese starken, intensiven Stillleben denkt, wie ist da eigentlich sozusagen die Vorbereitung und auch die künstlerische Entscheidungsfindung vor so einem Projekt? Ne? Wie arbeite ich jetzt? Ja. Wie geht das so bei Ihnen vonstatten? Ja, die ersten Farbfotos habe ich in meiner Schwarz-Weiß-Phase gemacht, also in den Hinterlassenschaften, in den russischen Kasernen hier nach dem Abzug. Da hat sich für mich das erste Mal die Frage gestellt, fotografiere ich das Schwarz-Weiß weiter oder sagt es zu wenig aus? Und diese Frage stelle ich mir eigentlich in jedem Projekt, obwohl die letzten Projekte sehr bunt sind. Sie sagen es. Ist es so, dass es nicht ein Automatismus ist, dass ich vom Schwarz-Weiß-Fotografen zu einem Farbfotografen mich gewandelt habe, sondern dass ich genau überlege, was braucht das Medium oder was ist das Beste für diese Arbeit, die ich gerade vorhabe. Also ich denke, dass Schwarz-Weiß-Fotografie sehr nach wie vor sehr wichtig für mich ist. Also an beispielsweise die Landschaften in Sonnenstraße, also auf dem Humboldtweg, die natürlich in Farbe viel aktueller gewirkt hätten. Und ich hatte ja versucht, irgendwie etwas zu fotografieren, was vielleicht auch Humboldt so gesehen hat. Denn Landschaft verändert sich ja viel langsamer als unsere kurzfristige Existenz hier auf dieser Welt. Ihre Porträtfotografie ist durch eine besondere Bilddramaturgie gekennzeichnet. Ein starker Impuls, der ja so eine Spannung erzeugt zwischen der Person selber und ihrem Umfeld. Wie ist so Ihre Arbeitsweise auch in der Überlegung Distanz und Ferne oder auch Schärfe und Unschärfe? Na, wir hatten ja schon mal kurz erwähnt, also dass für mich die Hintergründe nicht unwichtig sind bei Warten auf Europa, also diese existenzielle Aufladung. Das verhält sich natürlich anders, wenn man in den Innenraum geht. Da wird vielleicht der Hintergrund noch wichtiger, weil er etwas Zusätzliches über diese Person, die ich fotografiere, erzählen kann. Und insofern gehe ich, glaube ich, sehr genau auch mit der Gestaltung meiner oder der entsprechenden Hintergründe um, so mit, sagen wir mal, der Hoffnung, dass, wenn diese Person da nicht stehen würde, dieses Bild trotzdem ein Bild, ein gestaltetes Bild wäre. Was ich überhaupt nicht erwartet habe, dass das bei Sonnenstraße ebenfalls realisierbar ist. Also ich bin dem Humboldtweg über die Anden gefolgt und hatte die Vorstellung, dass ich die indigene Bergbevölkerung ebenfalls porträtieren möchte und in den Bergen und insbesondere da, also Quechua, Aymara, die sind sehr, sehr verschlossen nach außen. Dass mir das gelingen könnte, daran habe ich nicht geglaubt. Da komme ich jetzt wieder auf die Empathie, die ich selbst nicht verstehe. Wie kann das überhaupt gehen? Natürlich mit einer Dolmetscherin, mit einem Dolmetscher. Und irgendwie habe ich Zugang in diese Räume gekriegt, aber das ist dann das dritte Mal ganz figur. Und ich merke, dass man auch da die Wiederholung, und wenn man genau hinguckt, sieht man schon, dass bei Amazo die Ganzfigur etwas aufgegeben wird zugunsten eines Kniestücks oder eines Brustporträts oder so. Wobei es ja manchmal auch eine logische Konsequenz ist, gerade bei den Porträts. Also wenn man an den alten Mann am Schwarzen Meer denkt, der in seinem Boot steht, also normal sitzt er, kniet vielleicht auch in dem Boot. Für Sie, für das Foto hat er sich aufgerichtet. Er ist natürlich nicht als Ganzfigur zu sehen, sondern es reicht von der Perspektive bis etwas über die Knie. Das ist ja auch sozusagen aus dem Bild und aus der Arbeitsweise dieses Fischers ja auch abgeleitet. Also ich fand es eigentlich sehr schön, dass es auch immer diese Beziehung natürlich zu der Person selber gibt. Und man sieht, er richtet sich auf und man sieht auch, dass der Mensch sich sonst nicht sehr gerade hinstellt. Also die Porträts fangen ja auch sehr viel von der Person selber ein und von ihrer Arbeits- und Lebensweise. Ja, ich hoffe es. Natürlich, ich glaube, zwischen der fotografierten Person und mir, also entsteht sowas wie ein psychologisches Spannungsfeld. Und manchmal hört man das richtig knistern. So.
Das sind ja sehr lange Zeiten, Belichtungszeiten. Also sowohl in Südamerika als auch in Osteuropa sind die Fenster nicht allzu groß, wegen der Kälte dort in den Bergen. Unten ist ja warm. Aber ich arbeite mit einer Mittelformatkamera und einem Schachsucher. Das ist vielleicht was sehr Entscheidendes. Also ohnehin immer vom Stativ. Dann ist diese Kamera in etwas Brusthöhe. Also ich schaue über diese Kamera denjenigen an. Dann brauche ich keinen Dolmetscher mehr, wenn das alles klar ist. Es wird gestisch alles geklärt und ich schaue von oben in die Kamera. Also es steht nichts zwischen uns. Und dieses von oben in die Kamera schauen ist wie ein Verbeugen. Und sowas, das weiß er nicht, das kann er nicht rational nachvollziehen. Aber ich Das ist ein glaube, dass Gestus, es ne? diese Geste des Verbeugens vor dem anderen, das wird unterbewusst in so einem Prozess wahrgenommen. Daran glaube ich. Es ist, glaube ich, auch grundsätzlich meine Haltung, dass ich mich vor den Leben der anderen verbeuge, gerade vor den Leben, die nicht so einfach zu leben sind wie unsere Leben. Vielen Dank.